Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Fernbus-Simulator hier aus dem wunderschönen, sonnigen Hamburg. Mehr kann man dazu nicht sagen, es ist wirklich wunderschön. Und wir müssen jetzt hier mit unserem City-to-City-Bus abfahren. Wir fahren jetzt nach Bremen und müssen davor noch eine Pause machen, sonst, ich glaube, rasten die Fahrgäste hier aus. Und ich auch, weil die nerven. Kann man nur so sagen. Gut, wir machen mal die... Ich würde gerne mal eine Zigarette rauchen. Wir machen jetzt mal die Tür zu, den Motor an. Genau. Klicken auf Fahrt starten. Und machen eine Ansage. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Können allerdings. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Mama, auch das bei uns mal im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. So. Wer kostenlos los geht's. Will, wählt sich einfach in noch eben die Ansage. Wieso machen wir eigentlich keine Pause? Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Noch eben die Ansage. Unser Team freut sich riesig anhören über und dann eure Likes und Nachrichten. Bin ich wieder sollte für euch da. Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen so, ausgestattet. Oh, werden wir reingelassen? Das ist ja... So könnt ihr euer Smartphone so, die gesamte Fahrt über nutzen. So. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wann kommt wir der nächste Rastplatz? Danke für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. bisschen zu früh angefangen, aber ich glaube, ich kann auch mal mitmachen da, ne? Nein, was ich sagen wollte, es kann sein, dass mittlerweile schon eine neue Version hier rauskam vom Fernbus-Simulator. Ich muss wieder ein paar Folgen voraus aufnehmen, sonst fallen wieder Folgen aus und das möchte ich natürlich vermeiden. And details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, wieso machen wir eigentlich keine Pause? Boah, das geht mir so auf den Senkel langsam mit den Fahrgästen. Jetzt mal ohne Witz, können die sich nicht ein bisschen gedulden? Boah, die sagen das wirklich jede Minute oder so. Ja, jede gefühlte Minute. Ja, ich glaube, alle 20, 30 Sekunden. Wow, ein bisschen übertrieben, aber. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Ach, wir haben es wieder vergessen. Send you by email to give us feedback. Also use it to share your suggestions. Ach, ich hab's wieder vergessen, genau. Der Bus. Pause einlegen. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling. Ich vergesse es immer wieder. Ne? Seht ihr? Ich werde es auch. Warum ist der jetzt. Warum war der jetzt unten? Hatten wir den das letzte Mal runtergebockt und dann sind wir damit losgefahren? Ich meine, wir hatten den hochgebockt. Ich weiß es nicht mehr. Okay, wir müssen daran denken. Irgendwie muss ich mir jetzt einen Zettel schreiben. Weil irgendwie vergesse ich das die ganze Zeit. Es ist unfassbar. Ich muss mir jetzt einen Zettel schreiben. Bus hoch und runter pumpen. So. Jetzt, ne? Ich muss daran denken. So. Meine Güte. Das darf doch wohl nicht sein. Mensch. Manchmal muss man sich tatsächlich so Zettel schreiben. Hauptsache, ne?
Ich schaue auch da drauf. Am besten so am Monitor oder so kleben. Naja, mitten auf dem Monitor wäre es natürlich nie so gut, ne? War da nicht gerade ein Rasthof? Wir schauen jetzt mal was nach. Und zwar... Ja, es ist also... Leute, also das schafft er noch. Aber wir müssen mal schauen. Also ich will jetzt mal ganz kurz was testen. Sorry, dass ich jetzt wieder ins Menü gehe. Oder ich will mir was anschauen. So, ein Parkplatz. Zwei. Dann ist da gar nichts. Ja, das ist viel zu wenig an Parkmöglichkeiten. Beziehungsweise man fährt ja auch irgendwie da sehr oder seltener her, ne? Weiß nicht. Also ich bin da bisher noch nicht so... Oh, weiß ich nicht. Ja, kommt natürlich auch für Strecke immer drauf an. Ja. Auch da muss es mehr Möglichkeiten geben oder das Intervall muss größer sein, finde ich, weil das irgendwie ist echt nervig. Also kann man nur so sagen. Entschuldigung. Danke. War da nicht gerade ein Rasthof? Ihr könnt jetzt mal zählen, wie oft das schon gesagt wurde. In einer Folge. Das ist doch Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ach ja, aber warum darüber aufregen? Eigentlich Quatsch. Eigentlich Quatsch. So. So, so, so. Guck mal, jetzt haben wir Hälfte der Zeit um. Der Folge. Und wir sind tatsächlich immer noch in Hamburg hier unterwegs. Ach, wir müssen links ab, ja. Gucken, ob wir uns da noch zwischenmogeln können. Oh, danke. Super. Sehr nett. Allerdings habe ich in Hamburg ganz, ja, wenige FPS. Machen wir auch mal Pause? Das ist ein Blitzer. Einmal lächeln, aber wir fahren ja nur ja, 38, 40 so. So. Und los geht's. Wir beschleunigen. Hier ist direkt 100 jetzt. Jetzt ist 100. So. FPS. Ein bisschen höher werden, bitte. Damit es auch schöner für euch ist. Ich würde gerne mal eine Zigarette rauchen. So. Muss ich rechts bleiben? Oder... Muss ich links, okay. Warum ist das? Warum ist das aus? Hallo? Ist aus? Warum ist das aus hier? Hallo? Das geht ja gar nicht. Machen wir mal an. Ist auch viel schöner, wenn das da an ist, das Navigationsgerät. Auch wenn wir da nicht so viel drauf schauen. Aber ich wollte tatsächlich gerade drauf schauen, ob das weiter weggezoomt ist. Aber irgendwie sehe ich da noch nichts anderes. Oh Gott. So, wir wechseln mal ganz... Ah, okay, es ist... Nichts los hier gerade. Hannover, Braunschweig...
fahren mal 80. Ich finde 80 ist in Ordnung. So, mal schauen. Nee. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, wir müssen geradeaus. Ich krieg hier noch eine Thrombose. Boah, bin ich froh, wenn wir eine Pause machen. Oder gemacht haben. Weil irgendwie, kann ich euch sagen, dass, ja, man ist schon ein bisschen genervt davon. Keine Ahnung. Weil wenn die es wirklich so oft sagen, natürlich ist es nur ein Spiel, aber irgendwie, ja, trotzdem. Oh, hier ist 130 sogar. Hilfe. Sollten wir nicht auch eine Pause machen? Ist 100 nur noch. 130 ist aber schon krass, ne? Muss ich mal so sagen. Aber unser Tank ist noch passend gefüllt. Ja, müsste sein, sonst hoffentlich meldet er sich dann. Schauen wir gleich mal nach. Pass auf, ich habe eine Idee. Machen wir auch mal Pause? Wir testen das jetzt gleich. Das wär's Navi mal ausschalten, das Große. Wir testen es einfach mal. Und, ja, vielleicht... Ja. Natürlich können wir nicht so... Ja, das Problem ist... Das können wir... Wir müssen danach auf die Schilder achten, sonst haben wir ein Problem. Ein großes Problem. So, da kommt doch ein Rastplatz. Springmoor. Hört sich doch gut an. Hört sich doch gut an. Ich würde mir gerne mal die Füße vertreten. So, gleich haben wir es geschafft. Gleich müssen wir uns das Getorke nicht mehr anhören. So, wir schauen gleich mal nach, was ist mit der... Ja, mit den Events und so haben wir ja auch gar nichts. Gut. Wir gehen mal kurz einmal nochmal in die Option. Und zwar dann auf Spiel. Ereignis. 100%. Okay. Ich guck mal gerade, was wir ihn noch so haben. Ja komm, dann lass uns doch mal das... Komm, machen wir es mal so. Wie stehen wir denn jetzt da drin? Ach komm, guckt euch das mal an. Ein Scania steht hier rum. Saikan. Oder Meeresscaniasse. Scania. Meeresscania. Gut, dann können wir weiterfahren. Gut. Da kommt nichts. Fahren wir jetzt mal nach Navi. Ist aber echt klein, ne? Okay. Egal, komm. Testen wir mal. Hier müsste 100 sein. Wenigstens jetzt die Leute hier still. Die Fahrgäste.
Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Ich wollte Thermomaten reinmachen. Dass ihr an Bord seid. Bitte nicht. Und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel an. Was? Man kann die ausstellen? Macht die dann weiter? Warte mal. Hallo und. Tatsächlich. Er fängt ihn von neu an. Ist ja, hab ich auch noch nicht getestet, aber interessant. Wusste ich nun gar nicht. Lol. Muss ich mal so sagen. Aber, ja. Cool. Coole Möglichkeit. Ja. Interessante Entdeckung. Hier zum Schluss der Folge. Und, genau. Ab in die Baustelle. Ich werde mal jetzt ein paar Kilometer weiterfahren und dann sehen wir uns in einer nächsten Folge hier im Fernbus-Simulator wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Vielleicht entdecken wir noch weiteres Neues hier. Vielleicht kommt auch schon bald das neue Update. Vielleicht ist es schon draußen. Man weiß es nicht, weil wie gesagt, ich nehme das ein ganz kleines bisschen im Voraus auf. Ein ganz, ganz kleines bisschen. Und jetzt sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.